Hallo Leute, ja, letzte Folge war ein kleines bisschen kürzer als sonst. Kann ja mal passieren. Und hier hinten haben wir Creepers. Boah, wie viele sind's denn? 5 Stück? Wow, krass. Du, nicht explodieren. Nix da explodieren. Wow, 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 wow. Ja, das ist echt ein bisschen unfair, wenn ihr explodiert. Dafür kann die Landschaft echt nichts. Also, wie ich hab schon mal hier nachgefragt bei der Fördergemeinschaft für Landschaftsgestaltung und die finden euch echt nicht okay, Jungs. Ihr seid ein bisschen, ja, wie sollen sie sagen, ja, sie halten euch für zu sensibel, zu emotional und denken, dass eure Explosion einfach nur davon stammt, dass ihr nie geliebt worden seid von eurer Mutter. Ah, das kann gut sein, also die hat euch bestimmt früh verlassen in dem Moment, wo sie sich in die Luft gejagt hat. Mann, das geht über Generationen, dass sich Creeper überhaupt noch vermehren können, die armen Viecher. Eigentlich sind sie echt arm, die Viecher. Jo, und damit haben wir den nächsten Kandidaten gehabt, der gedacht hat sich, hey, bevor ich sterbe durch Waffengewalt, werde ich einfach durch Sprengstoffgewalt sterben. Gute Einstellung, solange man nicht ganz noch klar denkt in der Birne. So, okay. Mal gucken, ob es ausreicht hier. Das wird ein bisschen knapp. Müssen wir doch ein bisschen woanders flicken. Dann machen wir hier noch ein bisschen weg. Und hier noch ein bisschen weg. So, dann haben wir zwar hier mal ab und zu mal ein paar Löcher in den Landschaften, aber egal, wir haben es ja. Wir haben es ja. Ja, jetzt haben wir zwei, aber. So, okay. Jetzt haben wir genug, um dies alles zu schließen. Vielleicht kann der Spinner drunter spawnen. Spawnen. Ich glaube, wir brauchen noch 3. Bin mir nicht ganz sicher. Melonsamen. Damit wir unsere Extended Melon Farm hier vollgebaut bekommen. So, so. Und eigentlich. Ja, wie machen wir das sonst noch? Machen wir. Ach ja, blöd. Denn hier könnten wir rein theoretisch. Machen wir so. Okay, und dann müsste. Das hier ist auch zu viel, aber. Okay, meinetwegen, Jungs. Ihr wollt es nicht anders. Melonen! Yeah! Melons! Das ging schnell mit der Pflanze. Muss ich echt mal sagen. Gut, dann hoffe ich mal, dass die auch ordentlich wachsen und nicht in irgendwelche falsche Richtung, wo ich es mir nicht erhoffe. Aber das kann man ja nie sagen. Also KI bei Pflanzen war ja noch nie der Fall, auch im echten Leben halt nicht. Und deswegen stelle ich mir da auch nichts unbedingt Kompliziertes vor. Och, noch eine Melone vor uns aufgepoppt. Das ist grandios, Sikatikus. So. Und das war Latein für okay. Also so. Ja, okay, so nicht schlecht, nicht ganz wirklich gut, sondern so, okay. Gut, ja. Mehr auch nicht. Muss ja nicht sein. Heutzutage ist die Gesellschaft eh immer zu sehr verwöhnt, da kann man auch mal so drauf sein, dass man nicht immer jeden und alles Komplimente gibt, die zu starke Wertung haben können. So. Wollen wir gleich mal, natürlich wollen wir es. Yeah. Zack, 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 zack. Schwimmkurs belegen sollte man auch hier können. Okay, probieren wir es weiter. Ja, Popcorn in der Landschaft. Ach, ich liebe dieses Geräusch. Haben wir da hinten eine gelbe Blume? Haben wir eine gelbe Blume? Was habe ich nur gegen gelbe Blumen? Noch mehr gelbe Blumen. Ich weiß nicht. Ich muss mir einen eigenen Erzfeind bilden. Vielleicht mache ich es einfach. Gelbe Blumen sind mein Erzfeind. Nicht sammelt Creeper oder irgend sowas, nein, gelbe Blumen. Ich konnte sie noch nie leiden, die gelben Blumen. Sie hätten einfach nicht genug Mumm, irgendwann mal rot zu werden. Sie blieben einfach nur gelb und dachten, es wäre gut so. Aber nein, nichts davon ist gut. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier irgendwie meine Felder kaputt mache. Ich planlos durch die Gegend latsche. Gut, planlos nicht wirklich, aber
nicht gerade mutsam. So, okay. Haben wir noch ein bisschen was aufgesammelt. Und ja, scheiß Bücherregale, die so viel Holz verschlingen. Könnt euch jetzt bei Notch beschweren, dass wir hier Holz ab schon wieder abbauen? Ja, ihr wisst schon, notch@myong.sw oder .net. Müsst ihr mal schauen. Und nicht Myong, Mojang, ihr kennt schon. Ihr kennt ja die Firma. Das passiert mir ja immer wieder. So. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Ja, nun brauchen wir, obwohl wir können ja auch die Holzmöbel dadurch kaputt machen. Zum Beispiel Bücherregale, die dann 1A kaputt gehen und nichts rauskommt. Ah, schrecklich. Dabei liebe ich Bücherregale. Doch, man hat's verhunzt eines Tages. So, noch mehr Holz. Anschließend kann ich dann wieder überall hier den Förster spielen und mit den Setzlingen herumspasten, wollte ich schon sagen. Aber nein, nein, Spasten sind auch nur Menschen. Sie haben, ja, man sollte sie deswegen nicht kriminieren und überhaupt ist eine Behinderung nichts Witziges, sondern nur eine Art. Ja, es sind nur Menschen, deswegen sollte man sich darüber nicht lustig machen. Mehr könnt ihr euch lustig machen über diesen gewaltigen Baum, der schon wieder mitten in der Pampa also gewachsen ist. Und ich weiß, mit seiner Existenz zu leben und einfach nur jetzt klarkommen muss, gefällt zu werden von unserer Seite. Und zwar von oben nach unten. Ja, wie es ein ordentlicher Holzfäller tut. Denn von unten nach oben wäre verdammt blöd, ehrlich gesagt. Dann fällt ja der Baum um. Passiert hier in Minecraft nicht, aber da passiert in der Wirklichkeit. Und deswegen gehen die Holzfäller genau auf die Spitze des Baumes und fällen den Baum von unten nach oben. Haben wir jetzt noch eine zweite Axt? Ich glaube nicht. Die habe ich weggepackt in mein Lagerregal. Apropos, Leute, was heißt Lagerregal rückwärts? das werden bestimmt einige schon kennen. So. Immer diese Holzgeschichten. Wir werden diesen Baum kaputt machen und dann werde ich mir für weiteres Holz, wenn dann noch mal eine Axt holen. Damit wir hier nicht zu lange darauf warten müssen, bis das Holz hier kaputt zerbrochen ist. Ja, komm, hier noch Entfernung. Entfernungsmaßnahmen. Entfernungsmessung. Wie weit reicht diese Faust? 5 Meter mindestens. Zack. Wenn noch irgendwo ein Übeltäter, der sich mittendrin verbirgt. Da haben wir sogar noch mehrere. Die müssen wir gleich zerdeppern. Du Depperschen. Ja, das passiert, wenn hier mehrere Bäume, klar. Plural von Baum. Baume. Wenn mehrere Bäume, ha, jetzt fange ich schon wieder, Bäume natürlich aneinander wachsen. Jetzt muss ich hier die ganzen, mit meiner blanken Faust wieder alles zerdeppern und, ja, überhaupt nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Aber auch was zerstört den Baum auf der Seite. Da wird bestimmt vielleicht wieder so ein fliegendes Teil rumliegen. Na komm, das reicht erstmal. Das zerfällt genug momentan. Den Rest können wir irgendwann mal später abbauen, wenn wir wieder die die Axt genommen haben. Und jetzt machen wir gleich mal eine Pause wegen. So, da sind wir wieder. Ganz normal am Werk, am Tatort gefälligst. Und wir haben jetzt so Holz gesammelt, haben auch das andere dabei und überhaupt ist alles ziemlich cool, wenn man das so sagen kann. Denn wir bauen wieder Bücherregale. Hui, unsere Lieblingsbeschäftigung hier in Minecraft. Bücherregale bauen. Hui. Ey, du sollst hier. Achso. Klar. So. Jetzt mal ordentlich hinbekommen. Und ja, machen wir auch gleich nochmal und überhaupt haben wir hier von den Sugar Cans noch einige hier zu liegen. Die nehmen wir auch mit. Haben wir noch welche? Jo, haben wir auch noch welche.
Und es ist in der Zwischenzeit schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Dann gehen wir mal ins Bett. Ins Bett. Jupp. Sind wir da. Und wir könnten mal wieder was zu essen vertragen. Und mal schauen, wann das Weizen ready ist zur Ernte. Ich glaube, die sind schon fertig. Bin mir nicht, aber nicht ganz sicher. Ja, machen wir später mal. Es muss ja nicht jetzt sein. Wir können auch Melonen noch essen. Genau. Nämlich, Melonen sind immer toll. Das sind halt eben die Melons. Yeah. Nam, 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 nam. Los, ess noch eine extra. So. Melonen erstmal wieder wegpacken. Und ihr wisst wir ja. So, gleich 64 Seiten. Ach ja. Zack. Und dann insgesamt 64 Bücher. Und das machen wir nochmal. 32. Hey. Dann haben wir nochmal 32 Bücher. Zack. Und dasselbe machen wir dann hier. Nein, falsch, falsch. So. Und zack, haben wir 32 Bücherregale. Jetzt haben wir noch einiges an Holz fertig. Mal gucken, ob wir unten noch Holz haben. Los, runter. Oder was wir von dem Zeug noch haben dort unten. Ach, hier haben wir gar keine Truhe mehr. Ja, das passiert. Haben wir eine Erde oder so, irgend so ein Dreck bei uns? Cobblestone. Na gut, nehmen wir Cobblestone. Dass wir irgendwie hier raufkommen. Gut. So viele Bücherregale hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, sehe ich gerade. Oder Bücher generell. Okay. Na, vielleicht machen wir hier noch eine Ecke. Das ist auch gar nicht so schlecht. Genau, hier so. Obwohl, das ist... Ja, ich kann mir eigentlich schon wieder sparen. Eigentlich reicht das hier aus. Und so. Und hier machen wir einmal hier hin. Und einfach fürs Optische kann hier dann ein Zombie spawnen. Ja, das wird dann auch witzig sein. So, okay. Und hier noch so eine kleine Brücke. Nö, 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 nö. Ach, hier haben wir noch was. Gut. Wir könnten rein theoretisch noch... Ja... Hier so drüber. Nee, da fallen wir nicht mal rein. Das ist dann auch ein bisschen blöd. So, okay. Lassen wir es so. Ist okay. Haben wir zwar noch ein bisschen übrig an Bücherregale, aber wir haben es ungefähr fertig mit unserem Abteil, was wir hier haben. Mal wieder hoch. Und dann gucken wir mal, wie es mit den Melons aussehen, damit wir unsere Melonzelle fertig bekommen. Oder Melonzelle. Hui. Man könnte auch rein theoretisch hier nach oben Bücher beim Bauen. Ja, machen wir mal Bücherregale. Zack. Einfach so. Einfach so. Naja, sonst mache ich das anders, wenn es zu blöd aussieht. Einfach so, weil wir es können. So, dann sage ich mal, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da drinnen wachsen da schon wieder welche? Ne? Ja, klar. Melons, yeah! Das wird ein Spaß, wenn die Melonenzelle dann endlich fertig ist. Komm, sammeln das noch auf und dann sind wir eigentlich auch bald fertig mit der ganzen Routine-Sache. Dann haben wir die Melonenzelle fertig, wir haben jetzt dieses Kellergewölbe fertig. Vielleicht oben noch ein bisschen was bauen. Aber sonst hätten wir das Gebäude auf jeden Fall richtig fertig. Aber sowas von fix und fertig, dass ihr nicht mal hier mitbekommt, wenn ihr die Tür vor euren eigenen Auge zuschlägt. Und hier wachsen gar keine Melonen. Doch, hier wachsen eine. Weg damit. Zack. Melonen sind hier nicht willkommen. Die werden gleich wieder verspeist.
Okay, dann haben wir das soweit fertig. Ich würde mal sagen, das war's für heute erstmal. Ihr könnt gerne schreiben, wenn ihr noch ein paar Ideen, Einwürfe, Inspirationen habt. Wenn nicht, mache ich es wieder alles frei Schnauze. Ist ja auch kein Problem, weil man, dann entsteht auch mal sowas wie das hier. Es sieht doch auch mal ganz cool aus, vor allem dann in der Nacht. Bis dann, aber dann erstmal euch dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.